Hallöchen, heute habe ich mal wieder eine neue Custom-Tastatur für euch und zwar die Neo 70. Das ist die größere und neuere Version der Neo 65, die ich ja schon mal vorgestellt habe. Die bringt einige neue coole Features mit, die es bisher glaube ich nicht mal auf dem Markt gab und ist daher eine ziemliche Innovation. Ich habe sie mir in Navy bestellt und für die, die sie auch kaufen wollen, im Laufe des Videos werde ich einmal die verschiedenen Konfigurationen der Tastatur zeigen, wie ihr sie bei monacokeys.de kaufen könnt. Ich habe das Case ja in Navy genommen, das heißt einem relativ dunklen Blau. Diese länglichen Connector, die ihr da seht, sind diese magnetischen Dinger, wo einfach das PCB quasi drauflegt und es wird verbunden. Da wir auch zwei PCBs hier haben, ist der Hauptteil auch von diesem kleineren Teil mit den Arrows und so abgetrennt. Dadurch können die nicht hin und her rutschen und bleiben fest verankert darin. Wie man übrigens vielleicht auch schon sehen kann, gibt es kein Top- und Bottom-Case, sondern einfach nur ein einziges Case aus einem soliden Stück Alu. Hinten dran seht ihr dann das Kupfergewicht. Man konnte auch noch Alu oder Stainless Steel nehmen, aber ich fand Kupfer einfach am schönsten. Bauen werde ich das Board hier mit Full Foam, deswegen hier schon mal der Case Foam rein. Nun kommt schon mal das kleine PCB rechts rein mit einer PC Plate, Full Foam und den MZZ1 Switches. Dieses Wackeln, was ihr jetzt seht, ist nicht von dem normalen Bild, sondern ich habe es einfach mal ohne O-Ring oder eben ohne die Gaskets reingelegt, damit ich sehe, wie es eben mit dem magnetischen hält. Und ein weiteres Highlight, was auch nicht fehlen darf, das magnetische Cover der Pfeiltasten. Auf das Haupt-PCB kommen natürlich auch wieder die ganzen Foams und als Stabilizer habe ich hier die Cherry C3 Stabilizer genommen. Die habe ich noch aus einem alten Group Buy, allerdings kann man die mittlerweile auch bei Monacokeys kaufen und die sind wirklich für alle zu empfehlen, denn mit wenig Loop und wenig Arbeit bekommt man da echt gute Stabilizer hin. Und als Plate natürlich, wie für das kleine PCB, auch eine PC Plate. Gebaut habe ich sie dann erstmal mit dem O-Ring Mount, allerdings habe ich das nachträglich geändert zu den Gaskets, weil ich die einfach generell besser fand und sich mit O-Rings einfach alles meistens so ziemlich ähnlich anhört. Beide Optionen sind ja sowieso dabei, also probiert einfach aus, was ihr besser findet und nehmt dann das. Als nächstes kommt natürlich noch das kleinere Accentuate hinten. Da habe ich jetzt das goldene gewählt, weil das passt, finde ich, am besten zu Kupfer und Silber und Schwarz, die man auch anders auswählen konnte. Die fand ich mir zu langweilig. Das müsst ihr natürlich auch nicht festschrauben, denn wie alles andere hier ist es auch einfach magnetisch dran haltbar. Zuletzt noch die Gummifüße, die wir einfach aufkleben, an beiden Seiten jeweils zwei und dann ist das Bild auch schon fertig. Wenn ihr nun auch eine Neo 70 haben wollt, hat Monacokeys gerade eine mit einem weißen Case und eine mit so einem Retro-weißen, also so einem beigen Case da. Die weiße mit einem goldenen Alu-Weight, einem schwarzen Accent-Weight, einem Tri-Mode-Hotswap-PCB und einer POM-Plate. Und die weiße mit selben PCB und Plate, aber einem Copper-Weight, also Kupfer, und einem silbernen Accent-Weight. Die Switches, also die MZZ1, kriegt ihr natürlich auch da für nur 2,10 Euro pro 10 Stück, das heißt 21 Cent pro Stück und das ist wirklich ziemlich wenig. Vor allem auch dafür, dass die so gut factory looped sind und sich einfach super gut anfühlen. Als Keycap Set habe ich hier das Set Basic Blue ebenfalls aus dem Shop verbaut. Momentan ist es nicht verfügbar, das kommt aber bestimmt noch wieder, also schaut einfach mal öfters rein. Also, die Neo 70 ist definitiv ein super cooles Board, vor allem auch einfach zu bauen, super für Anfänger dank dieser Magnettechnologie, womit ihr das PCB einfach reinlegen könnt und nicht irgendwie groß und alles aufmachen müsst und sowas. Also einfach super anfängerfreundlich und auch für erfahrene Leute nett. Vor
allem auch für Leute, die zum Beispiel verschiedene Configs bauen, also zum Beispiel einmal mit MX Blacks zum Beispiel und einem Solder PCB und einer Aluplate und dann zum Beispiel mit einer PC Plate, einem Hotswap PCB und Gateron Yellows oder sowas. Andererseits, wenn man mehrere Plates gekauft hat, auch super, dann kann man die einfach austauschen, ohne groß hier was drum zu machen. Über die Qualität brauchen wir gar nicht mehr groß reden, die Neos sind einfach Superboards und für die Preise macht ihr da einfach überhaupt nichts falsch. Also nochmal, wenn ihr daran interessiert seid, einen zu kaufen, schaut gerne bei monacokeys.de vorbei, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und damit, adios.